Wer das noch nicht getan hat, viel Glück weiterhin. Und wir dürfen uns jetzt aussuchen, wo wir weitermachen wollen. Und da frage ich euch natürlich ganz am Anfang. Außerdem, hallo an YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Saga Frontier 2. Was haben wir gelernt? Wir haben die Geburt von Gustav uns angeguckt und seine ersten ungefähren 15 Jahre seines Lebens. Außerdem haben wir William Knights kennengelernt, ein Digger, der Quells suchen möchte. Und das hört sich doch auch interessant an. Und wir haben im Moment zwei Möglichkeiten. Wir können entweder mit William Knights, William Knights ist immer eins im Chat und Gustavs Geschichte ist immer zwei im Chat. Wir können William Knights Geschichte weiterverfolgen und einmal den Rätsel um den Tod seiner Eltern auf der Spur gehen. Und dafür müssen wir in die große Wüste. Oder wir können mit Gustav noch ein bisschen weiter rumlaufen und können hier beobachten, was mit seiner Geschichte so passiert. Hallo Fly, schön, dass du da bist. Du kannst auch an der Verlosung teilnehmen, wenn du magst. Alles Weitere steht ja da. Ich glaube, das hast du auch schon gemerkt. So. Mit der Zeit gehen. Das ist so eine Sache. Wir wissen nicht ganz genau, wann das alles spielt. Wir sollen mit Will weitermachen. Drei gibt's nicht. Wir gucken mal, ob wir noch andere Möglichkeiten haben, woanders hinzugehen. Manchmal hat man das. Aber ich meine, wir haben bis jetzt nur diese beiden Möglichkeiten. 21 hört sich auch noch einer interessanten Idee an. Also Will oder Gustav? Ich bin... Das ist hier nur anhören. Wir können uns das mal anhören. Ich glaube, das ist wenig... Wir machen mal das. Wir steigen mal damit ein. Wir haben auch mit Gustavs Geschichte aufgehört. Mal gucken. Leslie, du stehst im Dienst des Sir Thomas. Kümmere dich nicht um mich. Ich weiß nicht, wie ich sonst bei dir und Sir Thomas Abbitte leisten soll. Der Graf hat auf seinem Landsitz viele Leute, die in seinem Dienste stehen. Macht euch deswegen keine unnötigen Sorgen. Zudem bin ich gerne in eurer Nähe und kümmere mich um euch. Vielen Dank, Leslie. Schau auch ab und zu nach Gustav. Er... Lady Sophie, haltet durch. Kelvin, Lady Sophie, wo steckt Gustav? Oh, wir müssen doch kämpfen, nice. Jetzt sagt ihr alle wirklich, wir sollen mit Will weitermachen? Das geht hier schnell. Flynn, wo ist Gustav? Keine Ahnung, er hatte sein Schwert bei sich. Wahrscheinlich ist er wieder in den Höhlen. Dieser Dummkopf. Lady Sophie liegt im Sterben. Was? Sagt meinem Vater und Meister Silma Bescheid. Ich hab vergessen, wie wir den letzten Mal genannt haben. Und wohin gehst du? Ich gehe diesen Taugenicht suchen gehen. Na, mach mal. Der ist hier, der Taugenicht. Oh, die Mucke ist geil. Wenn euch die Mucke zu leise ist oder so, dann müsst ihr Bescheid sagen. Dann kriege ich die lauter. Das ist überhaupt kein Thema. Ah, wir können im Zwischenspeichern gegen den Gremlin kämpfen. Ja, hat einen super sexy Husten. Ja, Hallo, kleiner Gremlin. Das ist Gustav. Der hat ein Schwert aus Eisen, Stahl und der wird dich jetzt schön in die Fresse reinhauen. Also halt die Ohren steif. Viel Spaß damit. Hoffe ich zumindest, dass er den in die Fresse reinhaut. Ah, wir haben vorher gespeichert. Au. Gestunt. Für die ganze Runde? Wow. Na gut, dann müssen wir Lebenskraft benutzen, um uns wieder hoch zu regenerieren. Ne, Seitenhieb ist nicht mal eine Kombo. Moment. Versuchen wir das mal so. Ihr haut nur normal zu. Wo ist meine Kombo vom letzten Mal? Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? So ein Kack. War das andersrum? Weil so zuhauen, das ist nix. Schön abgelenkt. Für 6 Schaden, wow. Das ist ein Traum. Nur das Enter drücken. Einfach nur Enter. Ich wollte das nur außen stehen haben. Damit man das ein bisschen besser sehen kann.
Sorry. Das war vielleicht verwirrend. Vielleicht brauche ich das mal wieder weg. Könnte der sterben? Eventuell? Maybe? Heute noch? Genau, ohne die Pfeilchen. Fünf Schaden. Ich habe irgendwie... Du hast dich jetzt wieder eingetragen. Haben wir es gerade geschafft, die Attacke zu machen? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Schneikies! Schön abgelenkt, Gustav. Hau dir mal ein bisschen auf die Fritze. Boah, die Duelle sind so schlimm. Wir brauchen wieder Lebenskraft, habe ich das Gefühl. Jo, genau. Und jetzt hast du die Chance dann im späteren Verlauf. Ihr wisst es alle. Was soll ich das noch erklären? Oh, ich bin durstig. Ich weiß nicht, ob das mehrmals geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben gesagt, wir wollen unsere Chancen nicht erhöhen. Wir gucken mal. Schwertlevel von Gustav erhöht. So ein Zufall aber auch. Nein, man kann sich nur einmal eintragen. Aber prüf mal bitte ganz kurz, GB, ob du... prüf mal bitte eben deine Taler. Dann kann ich das sehen. Hier steckst du also. Lady Sophie geht es schlecht. Besser, du kommst sofort mit. Ich kann nicht. Ich will meine Mutter nicht sterben sehen. Hör auf, dich wie ein Kleinkind zu benehmen. Komm mit! Wie soll ich ihr denn unter die Augen treten? Ich habe nur schlimme Dinge getan und ihr Kummer... Okay, alles klar. Danke dir. Also man kann nur einmal teilnehmen, ja. Ich habe nur Schlimmes getan und ihr Kummer bereitet. Wegen mir wurde sie verbannt. Wegen mir muss sie in einem fremden Land an einer Krankheit sterben. Genau, in Klammern steht noch 50, das heißt, du bist nur einmal eingetragen, genau. Ja. Passt alles, perfekt. Danke, dass du mir da geholfen hast. Sie hätte ein gutes Leben verdient, doch ich habe ihr alles kaputt gemacht. Obwohl sie noch so jung ist, muss sie einsam sterben. Mit welcher Miene soll ich denn nur ihr gegenübertreten? Soll ich weinen? Soll ich lächeln? Wie nur? Sag mir wie, Kelvin. Darüber solltest du dich du nicht nachdenken, wenn du ihr gegenüberstehst. Und sie ist nach Wein zumute, dann weine. Und wenn ihr nach Lächeln zumute ist, dann lächle. Ihr habt so vieles gemeinsam durchgestanden. Ausgerechnet jetzt willst du sie im Stich lassen. Du hast recht. Lass uns gehen, Kelvin. Danke. Schon in Ordnung. Ich habe es für Lady Sophie getan. Na, ist einfach so. Müssen wir uns jetzt trotzdem hier durchkämpfen? Oh, anscheinend. Dann sollten wir lieber die ganzen Kämpfe irgendwie vermeiden! Wenn das gehen würde. Dankeschön, Game. Ich hab Sugar auf. Nice. Das kommt vom schnellen Trinken. Was haben wir denn für einen Gegner? So ein Bloppy oder was? Oder so einen komischen Cybergeist? Nö, so ein Viech. Ach, auch das noch. Ja. Wir wollen jetzt aber doch schon zurück. Doppelschlag ist zweimal Spalten. Oh, und Kreuzhieb ist Hieb-Seitenhieb. Okay, das müssen wir uns merken. Weihwasser brauchen wir nicht. Medusa-Hagel reicht völlig, um das zu erledigen. Ja, der Gustav hat jetzt Ätzspeichel! Der Gustav hat jetzt extreme... Ich meine, klar, er ist natürlich ein Raufbold, ne? Und er versteht nicht sein Dasein, weil er keine Magie wirken kann. Aber da weiß ich nicht. Das war schon. Nice. Schritt 1, Monster. Schritt 2, Teleport. Schritt 3, Mutter sterben. Hi. Mutter. Du bist zurück, Gustav. Ich habe auf dich gewartet. Verzeih, ich war wieder in der Höhle. Kelvin hat mich geholt. Kelvin ist dir ein guter Freund, nicht wahr? Du bist wirklich groß geworden. 12 Jahre ist es schon her, seitdem wir Telm verlassen haben. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr um dich machen. Nein, Mutter, lass mich nicht allein zurück. Du hast Kelvin und Flynn. Alleine kann ein Mensch nicht leben, aber du bist nicht mehr allein, Gustav. Pflege die Beziehungen mit den Menschen in deiner Umgebung. Dann werden auch diese stets für dich da sein. Ja. Sei ein bisschen freundlicher zu Flynn. Okay. Kümmere dich um Leslie. Ja. Auf Kelvin kannst du dich verlassen. Ja. Wenn du nicht mehr weiter weißt, frage Sir Thomas und Meister Selima und folge ihrem Rat. Gut.
Wenn die Zeit kommt und du wieder nach Telm zurückkehrst, dann bitte an meiner Stelle seine Majestät um Verzeihung. Ja. Entschuldige dich auch bei Philipp und Marie. Sag ihnen, es täte mir wirklich leid. Das sind seine Geschwister, ja. Gustav, zeig noch einmal deiner Mutter dein Gesicht. Ich wollte immer eine Frau wie Lady Sophie werden. Sie ist wirklich eine wunderbare Frau. Sie ist doch noch so jung. Warum? Warum nur? Es ist so ungerecht. Lady Sophie hat auch einen Jüngling wie mich immer wie einen richtigen Adligen behandelt. Sie war streng und liebevoll zugleich. Nicht mal meine Eltern haben mich so gut behandelt, wie Lady Sophie es getan hat. Hör auf zu weinen, Flynn. Es gibt jemanden, der es noch schwerer hat. Ja, du hast recht. Gus tut mir wirklich leid. Ja, und irgendwie ist das so ein bisschen so schwanken in der Macht, in einer Zittern der Macht, wenn Leute sterben, weil dann immer die Anima verschwindet von denen. Was ist denn passiert? Was ist mit Lady Sophie? Calvin, Leslie, so sag doch was. Gerade eben ist Lady Sophies Anima von uns gegangen. Alle Anima auf der Welt empfängt die Anima einer so früh verschiedenen Frau. Oh, okay. Oh, okay. Krass. Gustav, sei tapfer. Sir Thomas, ich danke euch für eure Hilfsbereitschaft und eure langjährige Unterstützung. Lady Sophies Anima wird für immer in deinem Herzen weiterleben. Ja, ich weiß, Meister Silma, mein Gott. Tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger gemacht habe, Calvin. Ach, was. Danke, dass du dich so viel um meine Mutter gekümmert hast, Leslie. Sir Gus, Flynn. Die Anima meiner Mutter ist wieder zurück zur Natur gekehrt. Übrig ist nur noch ihre Hülle. Bitte erweist ihr die letzte Ehre. Königin Sophie ist... Lasst Prinz Philipp rufen. Der sieht schon ganz schnieke aus, oder? Der hat sich auch ein bisschen verändert, nachdem er letztes Mal geheult hat, weil seine Mama verschwunden ist, vor 12 Jahren. Ihr habt nach mir rufen lassen, Eure Majestät. Sophie ist verstorben. Du wirst die Nachfolge des Landes Nol antreten. Ab heute bist du Philipp, Marquis von Nol. Wir werden in Kürze dort hinunterreisen. Ich verstehe, Eure Majestät. Fette Fliege, Alter! Die adligen Nols werden sich bestimmt zufrieden geben, wenn der Sohn von Sophie ihr Erbe antritt. Genug für heute. Zieht euch zurück. Tja. Sophie. Nun, du hast sie verbannt. Ascha! Das ist deine Schwester. Ah, ist etwas vorgefallen, Bruder? Mutter ist tot. Was? Na, das war kalt und herzlos. Mutter, du hast Mutter umgebracht. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Oh, wie soll ich das erklären? Da ist auch keiner mehr auf diesem Bild. Das hat sich erledigt. Ich musste husten, aber danke schön fürs Gesundheit. Ja. Bis hierhin speichern. Jetzt hier machen wir weiter mit Will. Ich weiß gar nicht, welches Jahr wir gerade haben. Wahrscheinlich irgendwas um die 40 rum. 39 könnte auch sein. 1239. Okay, mal gucken, wo wir jetzt mit Will sind. Die Übernahme Wildes. Gürgel? Oh, was ist hier? Sie können nach Gürgel gehen. Mit wem? Wir gehen nach Gürgel? Warum nicht? Hallo? Gürgel, im Südkontinent. Hauptstadt des Königreichs Nah. Mit wem? Mit wem kann ich nach Gürgel? Mit Gas? Oh, okay. Hi. Guten Tag. Hi. Es geht. Ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber schön, dass ich da bin. Was darf sein? Kampfmagierrüstung. Ich will die ganzen Kronen nicht aufgeben. Der Tarantelbogen ist mega geil als Wasserding. Oh.
Wen kümmert es schon, dass wir hier keine wertvollen Quells haben? Schließlich werden bei uns wunderbare Instrumente hergestellt. Ist das denn nicht genug? Wenn es um Instrumente geht, dann seid ihr bei dem Richtigen. Instrumente abstoßen, Sonderanfertigungen. Ich hab keine. Weiß gar nicht, kann ich welche abstoßen? Dafür kriege ich Chips. Aha. Für den geweihten Stein kriege ich 100. Heilt aber alle. 3 Haltbarkeit. Kriege ich auch nur 3 Stück für. Das ist natürlich alles Mist, ne? Nee. Immer tapfer, ja? Du weißt davon nichts. Du stehst den ganzen Tag nur im Laden rum. Andere Leute kämpfen wirkliche Schlachten in ihrem Leben. Hi. Was soll ich nur kaufen? Ich will heim. Na toll. Möchtet ihr vielleicht ein paar saftige Früchte? So hat mich auch noch keiner begrüßt. Stör mich nicht. Okay. Ich weiß nicht genau, was wir hier in Gürgel machen, aber es ist schön, da zu sein. Warum nicht? Wenigstens läuft hier nicht ständig dieses zwielichtige Diggerpack rum. Kann also gar nicht so schlecht sein, dass es hier keine Quells hat. Komm schon, bestell doch etwas. Über Quells fragen, über Instrumente fragen, über Quells fragen. Auf diesem Kontinent gibt es keine eigenen Quells. Die, die man hier finden kann, sind von sonst woher gebracht worden. Es mag zwar ein wenig seltsam klingen, aber gerade weil es hier keine Quells gibt, haben wir solch eine Fülle an Instrumenten. Wenn es etwas von Natur aus nicht gibt, dann muss man es sich eben selber bauen. Es gibt kein Quell in den Südkontinenten. Na, ob das die Wahrheit ist? Hi, Mütterchen, ich bin so müde. Geh nach Hause! ich glaube, das war auch schon alles, was interessant ist. Hier ist Betreten verboten. Ja, dann gehe ich einfach weg. Okay, man konnte also hier ein bisschen shoppen. Was manchmal nicht schlecht ist, weil ihr merkt, die Welt ist halt in diese Story-Parts aufgeteilt. Und dann ist es manchmal nicht schlecht, nach Hause, wenn man mal einkaufen gehen kann zwischendurch. Und da hat das Spiel halt diese Passagen eingebaut, die auch immer wieder dazu führen, dass wir speichern können. Brauchen wir aber nicht. Und wir gehen jetzt mal zum Wüstenmonolithen. Ich bin gespannt, welche... Ich bin wieder da! Will, du bist schon zurück! Hast du ein Quell gefunden? Du hast ein Quell gefunden, stimmt's? Erraten? Ich bin ja so stolz auf dich. Tante, du kennst doch jemanden namens Alex. Alexi Junior Zergen, nicht wahr? Ja, was ist denn mit ihm? Er war wohl... Nein, er ist wohl in Vestia. Ich werde dorthin zurückkehren, um ihn zu treffen. Und was willst du machen, wenn du ihn getroffen hast? Ich möchte ihn über Vater und Mutter befragen. Und über dieses eiförmige Quell. Will, von wem hast du das überhaupt alles? Doch nicht etwa von dir? Ja, tut mir leid, aber was soll ich sagen? Will hat mich nun mal danach gefragt und ist ja kein kleines Kind mehr. Ich finde, er hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Ich sagte doch, wann die Zeit reif ist, entscheide ich, oder? Naja, jetzt kann man da auch nichts mehr machen. Wie viel weißt du denn schon? Alles, was ich weiß, ist, dass Alexi Junior eines Tages zu Besuch kam und kurz darauf war er mitsamt diesem Quell verschwunden. Und dann, Will, es ist besser, du erinnerst dich nicht. Will, beruhig dich erstmal. Mir geht's gut, Tante. Ich kann mich sowieso nicht so genau erinnern. Deswegen möchte ich ja auch Alexi Junior treffen. Schlag dir das aus dem Kopf. Zumindest fürs Erste. Bevor wir Alexi Junior aufsuchen, gibt es noch eine Sache, der ich auf den Grund gehen will. Dein Vater ist zusammen mit den 3 Zergenbrüdern in die große Wüste gegangen. Aber nur dein Vater und Alex G kehrten zurück. Und dann dieses Ei. Ich habe mich immer gefragt, was damals eigentlich in der großen Wüste vorgefallen ist. Ich wollte warten, bis du alt genug bist, um mit dir dorthin zu gehen. Hey, was ist mit mir? Schatz, es ist wohl besser, wenn du auf das Haus aufpasst. Du bist nicht gerade der geborene Abenteuer, weißt du? Möchtest du wirklich gehen, Tante? Noch bin ich nicht so alt, als dass sich ein junger Hüpfer wie du Sorgen um mich machen müsste. Also, lass uns packen. Okay. Schaut besser, dass ihr bald wieder zurückkommt. Okay, kann ich nach oben? Nein? Okay. Ich glaube, ich habe gepackt. Ich habe nicht viel. Es ist schon lange her, dass ich auf Reisen war. Ich bin ja so aufgeregt. Okay. Ich gehe da mal in die Stadt. Vielleicht.
oder so. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich tue Dinge. Nach Telm. Oder nach Vestia. Oh, nach Telm? Ich kann nach Telm gehen? Ich wohne in Telm? Oh, okay. Da kenne ich ja die Geschichte rund um Gustava. Dann ist mir das ja alles geläufig. Nice. Immer hereinspaziert. Was darf's sein? Hm, weiß ich nicht. Nix, leider. Ich habe eine breite Palette im Angebot. Oh. Oh, ich hätte gerne ein Schallinstrument. Oh ja, ich hätte gerne, sehr gerne ein Schallinstrument. Ich weiß, so ein bisschen habt ihr jetzt schon rausgefunden über das Game. Hoffe ich zumindest. Und ihr wisst, wofür die Instrumente sind. Die sind dafür da, Magie zu wirken. Und die müssen Magie wirken. Hi, Leute! Cordel? Will, du bist zurück! Schön, dass du wieder da bist. Ich dachte schon, wir würden uns eine Weile nicht sehen. Wir wollen zum Südkontinent, aber zuerst nach Gürgel, dann kann's losgehen. Na, ach, Gürgel. Ich hab zwar schon viel von der Stadt gehört, aber war noch nie dort. Wenn du als Digger dorthin gehst, muss ich dich als deine Protektorin begleiten, oder? Danke, Cordy. Was denn? Schon wieder du? Narziss, wisst ihr etwas über die große Wüste? Was will ein Digger wie du im Südkontinent? Quells gibt's da nicht. Ich gehe zum Wüstenmegalithen. Ach, die Legende. Es ist keine Legende. Mein Vater war dort und ich muss wissen, was er dort entdeckt hat. Der Wüstenmegalith. Dir kann ich einfach keine Bitte abschlagen. Kannst du Hilfe gebrauchen? Ja, unbedingt. Hm, du bist zu ehrlich. Was mit dir? Hi, Will. Wir gehen zum Südkontinent. Erst nach Gürgel und dann in die Wüste. Haben wir uns gedacht. Könnt ihr noch einen gebrauchen? Aber natürlich. Ich nehme alle mit, die wir kriegen können. Ja, haben die Deutschen ein Tor geschossen? Das ist gut. Was auch immer. Dinge passieren. Wir möchten erst nach Telm. Anscheinend, weil ich da wohne. Und ich möchte wissen, was es hier zu kaufen gibt, bevor wir uns auf den Weg machen. Hi. Willkommen, willkommen. Was darf's sein? Was weiß ich? Gummisohlen? Okay. Oh, entschuldige bitte vielmals. Kein Ding, Alte. Ja, ja, ich bin sowieso nur ein alter Kauz. Wenn du das sagst, na, dann sag ich mal nichts. Auf dieser Hauptstraße können halt nur Auserwählte wohnen, die die Magie beherrschen. Ah, okay. Geh bloß weg. Ein Mann braucht auch mal seine Ruhe. Okay. Seid willkommen. Wie viele Personen darf ich anmelden? Wofür genau anmelden? Junger Mann, hinter der Theke? Nein? Okay. Jawohl, 1-0. Nice. Ja, immer wenn die Sonne scheint, dann hält's mich einfach nicht mehr in meinem Laden. Der Freiluftverkauf ist eröffnet. Was darf's denn sein? Ja, was ist das? Aha. Mhm. Okay. Interessiert mich alles nicht. Gibt's hier keine anständigen Küchenmesser aus Stein? Wie wär's mit einem Küchenmesser aus fucking Metall? Ich frag mich, wie das Leben im Schloss denn so ist. Wie ist es denn so? Halt, das gemeine Volk ist der Zutritt zum Palast verwehrt. Das ist auch fies. Was gibt's hier? Kann ich hier handeln? Auf jeden Fall sieht das aus wie ein Laden. Hallo. Okay. Wir haben alles erkundet. Das heißt, wir gehen nach Vestia und dann nach Gürgel. In Gürgel waren wir auch schon. Und dann lass uns mal gleich unsere Gruppe zusammenstellen. Bub Gürgel. Ja, ich möchte zwischenspeichern. Außerdem möchte ich in unsere Gruppe rein. Wir haben Nina dabei. Die ist fucking 46. Na gut. Und sieht irgendwie ein bisschen Cordy ähnlich, wenn ich das nochmal sagen darf. So die ältere Version von Cordelia. Auch wenn die nichts zu tun haben. Ich habe ein Rundschild. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Wer kann denn Schall benutzen von euch? Kein Arsch. Seitentoga. Hm? Fellschuhe. Hm? Wasserinstrument. Aha. Okay, du hast alles ausgelegt für dein... Und du kannst Schall benutzen, Cordy. Ah. Interessant. Dann nimm du nochmal den Windkristall. Ja, das ist schon wieder länger her, dass es 20 Jahre alt geworden ist, ja. Ja, ja, klar. Mit der Konsole bin ich aufgewachsen, unter anderem. Cool. So, gibt's hier noch irgendwelche neuen Sachen? Da war ich alles gerade, das habe ich alles gerade gemacht. Sonderanfertigung hat er nicht.
Und Chips möchte ich wahrscheinlich auch keine haben. Ich könnte meine Magiro verkaufen. Warum nicht? Wir haben mal ein paar Chips in der Tasche. Wofür die auch immer sind, jetzt haben wir welche. Ich glaube, ich lasse die Gruppe so. Dann haben wir Cordelia dabei, Nina dabei. Apropos Cordelia und Nina. Moment! Waffen aus. Technik ausrüsten müssen wir auch noch. Und Kampfspiel müssen wir auch mal gucken. Medikus, das hört sich ein bisschen nach Heilen an. Freidenker, Freidenker, Freidenker. Rolle bitte. Ich möchte gerne, dass du ein Spruchherr oder irgendwas anderes bist. Spruchorientierter Angriff, ja bitte. Medikus, was ist das genau? Setz Priorität auf Heilsprüche. Das ist viel interessanter. Du hast interessante Sachen. Lebenskraft plus ist wichtig. Das ist wichtig. Okay, wir können den Kreiselhieb können wir siegeln. Den brauchen wir nicht mehr. Wasserhammer. Den siegeln wir auch mal. Akupunktur und Weihwasser siegeln wir auch. Dann können wir nämlich auch mit anderen Charakteren benutzen. Und dann geben wir dir das einfach mal wieder. Akupunktur. Weihwasser. Und Wasserhammer. Außerdem gebe ich dir den Medusa-Hagel. Okay. Da haben wir nämlich zwei damit, das ist auch gut. Wir müssen auch immer darauf achten, dass diese Liste nicht voll ist, weil dann haben wir das Problem, dass wir nichts Neues mehr lernen können. So, okay. Hallo, ich möchte dich gerne über den Megalithen fragen. Der Megalith? Meint ihr, diese Ruine, von der niemand so recht weiß, wofür sie in den vergangenen Tagen eigentlich gewesen sein soll? Naja, die Wüste ist groß und ich will auch gar nicht bestreiten, dass da etwas ist. Aber es gibt niemanden, der da gerne hingeht. Und wenn ich ehrlich sein soll, dann hab ich eigentlich auch keine Ahnung. Die große Wüste. Es ist eine unfruchtbare Gegend, ganz wie der Name es vermuten lässt. Auch wenn ihr euer ganzes Leben sucht, außer Felsen und Sand, findet ihr dort nicht viel. Naja, das wollen wir erstmal sehen, was wir alles finden können und was nicht. Das haben die gar nicht zu entscheiden, nämlich. Das mache ich schön selbst. Aus dem Weg, alter Mann! Ins nördliche Hinterland, bitte. Ja. Okay. Das ist eine Wüste. Oh, oh. Und hier gibt's wirklich keinen Loot. Zumindest erstmal nicht. Lass mich bloß in Ruhe, ihr Viecher. Wollen wir mal gucken, was hier so geht. Och, och, Alter. Was ist mit ihm los? Der war fix. Ah, okay. Wir kämpfen doch mal ein bisschen. Manchmal ist es besser, wenn wir doch mal den Kampfbären schwingen. Gerne mit vereinten Kräften einzeln kämpfen, habe ich ja wie gesagt erstens nicht so drauf, weil wir noch nicht genug kämpferische Fähigkeiten haben. Mit Sprüchen da zu arbeiten ist extrem super schwierig. Ich muss mal eben. Ah, ich muss zwei Hände dafür benutzen. Ah, das Getränk ist so schwer. Ah, Moment! Haltet raus! Haltet ein! Okay. Zapfenstreich brauchen wir nicht. Wir brauchen Medusa. Wir können Medusa-Hagel machen. Wir können den Robbentöter eine Runde machen. Außerdem können wir Akupunktur machen. Kann ich mit dir irgendwas verbessern? Schall eventuell. Mach mal den Zirkelkick. Wir versuchen dann Muay Thai weiterzubringen. Und wir machen... Keine Ahnung, was du machst. Blattschuss? Eigentlich eher Buschfeuer. Du bist unser Spruchherr. Wir sollten schon auch darauf aufpassen, dass du viel Magie machst. Au. Bam, Robbentöter in die Genick. In die Genickregion. Au. Ich mag das mit den Sprüchen super gerne. Ich bin ein super Fan von. 237 Damage, auf Wiedersehen. Und er lebt noch. Nicht gut. Apropos nicht gut, ich muss mir was einstellen. Das kann ich aber nebenbei machen. Jetzt können wir uns ein bisschen an dir austoben. Ich weiß noch nicht wie. Du hast auch einen Stab. Dann prügel auch mal mit deinem Stab zu. Hört sich komisch an, ist aber so. Und du kannst Blattschuss machen. Okay, reicht. Nice.
Holzlevel von Nina ist gestiegen. Das ist gut. Ich überlege, ob wir wirklich einfach jetzt hier durch die Wüste rennen oder ob wir uns wirklich umgucken sollen. Aber die haben ja gesagt, es gibt hier nicht viel. Beziehungsweise nix. Oh, außer Monster. Und Steine und Kakteen. Und nein, ich möchte nicht im Duellmodus kämpfen. Dankeschön. Dann werden wir sterben. Und ich weiß, der eine oder andere von euch, der möchte gerne, dass wir im Duellmodus kämpfen. Robbentöter auf diese komische Knallschote. Der Name ist schon programmhaftig. Oh, wir haben ein Steinmesser. Da möchte ich gerne meine Schwerttechniken verbessern. Oh, Parade war falsch. Parade war falsch. Das war dumm. Das war dumm. Eine neue Idee. Nice. Rückgratbrecher. Das wird immer schlimmer. Erst der Robbentöter, dann der Rückgratbrecher. Sehr freundlicher Attack. Aber schön, wenn Will immer fleißig denken möchte. Das ist natürlich 31 Stärke. Boah, Herzensbrecher machen wir mal hier eine Runde. Hier machen wir nochmal den Hieb. Hier wollte ich eigentlich Buschfeuer machen. Aber das Spiel hatte uns nein gesagt. Jetzt aber Sporenhaum. Ich hoffe nicht wieder auf Will. Oh, okay. Meine Lieblingsattacke. Macht nix. Sieht aber cool aus. Oh doch, was? Oh, was ist das? Was ist das für ein... guter Block. Was ist das für ein Statuseffekt? Angst? Verzweiflung? Pipi in der Hose drin? Was soll das heißen? Sieht so aus, als ob er keine Lust mehr hat zu kämpfen. Hoffe ich doch stark. Vielleicht eingeschüchtert. Wir können aber trotzdem noch nicht abhauen. Das ist merkwürdig. Wir kommen, wir versuchen auch da ein bisschen mit dem Schwert zu lernen. Hypnose. Okay. Das Zeichen kenne ich. Das habe ich morgens auch immer. Will pennt ein bisschen, das macht aber nichts. Schön, Narzis. Kreuzigung. 69, lol. Schön. Wieder was gelernt. Was auch dann hinterher unser Gustav gut lernen kann und gebrauchen kann. Schleiertanz. Okay. Vertreib. Husch. Husch, husch, weg mit dir. Hab genug gelernt von dir. Waffenpower von Bull hat sich gesteigert. Waffenpower von Cordelia hat sich gesteigert. Muay Thai Level ist gestiegen. Und das war's. Schade. So, Amtshandlung Nummer 1. Wir wollen die Technik siegeln. Damit wir die lernen. Und wir wollen offensichtlich nicht da lang, weil es geht nicht. Oh Mist. Der sieht gepanzert und gefährlich aus. Holy shit! Da ist gute Steinrhinoceros. Wasserhammer hört sich auch interessant an. Oh, da trifft es beide. Da haben wir nochmal die Chance, dass es eventuell dazu führt, dass diese Leute sterben. Durch Steinigung. Und zu Stein werden vor allen Dingen. Steinigung auch. Sprintstoß auch. Stunt. Der ist mal groß, jo. Deswegen, das Einzige, was an dem Spiel halt neben der Geschichte und dem Lernsystem interessant ist, jeder Kampf, jeder einzelne Kampf ist eine Herausforderung. Egal wie viel man gelernt hat, das kann immer ins Auge gehen. Nice. Das hat er gut gemacht, der Will. Gleich den Fetten ausmanövriert. So, was machen wir denn jetzt? Wir brechen die erstmal das Rückgrat. Und wir machen mal einen Wasserhammer, weil ich wissen will, was das ist. Und du kannst einfach nur parieren. Oder du kannst Stein machen. Aus der Umgebung raus. Ist auch schön. Rückgratbrecher, erstmal schön. Knack. Okay. Wasserhammer.
Oh, eine Combo-Attacke. Stein und Zirkeltrick. Okay. 100. Reicht auch. Nice. Frag mich nicht, was das alles für verwirrte Statuseffekte sind. Ich habe keinen Plan. Leben hat sich erhöht. Muay Thai Level hat sich erhöht. Nice. Und HP hat sich auch da erhöht. Und Stein Level. Schön. Hat sich ja gelohnt, Stein zu zaubern. Was war das? Habe ich mich geheilt in dem Wasser? Hier geht's weiter. Ich dachte, das hier ist der Anfang gewesen. Ach nee, oh nein, also nicht. Na gut, müssen wir nochmal kämpfen. Macht ja nichts. 1-1. Na dann. Ist ja doch noch spannend. Dank Boateng. Das hört sich das. Ist er nicht in unserem Team? Naja. Nur das Renault zu Ross. Wenn er meint. Dann werde ich ihn wieder zu Stein verwandeln. Das ist kein Ding, muss er doch fragen. Ziegelhieb und. Weiß nicht, was kannst du machen? Du kannst auch Stein machen aus dem Taschendrachen raus. Ist schon in Ordnung. Wieder auf Mina. Wieder gestunt. Au. Ist diese Technik OP? Volltreffer. Diese Technik ist OP. Aber was macht das? Das wird uns nicht mehr lange helfen. Das ist nur jetzt eine gute Idee gewesen. Hallo? Gibt's hier? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich hoffe es zumindest. Aha, das sieht interessant aus. Ja, ich gehe mal hier lang, okay. Und dann, sieht so aus, als ob es hier nicht weitergeht. Ja. Handspiel im Strafraum? Na dann. Du siehst ein wenig gefährlicher aus als das, was ich gerade bekämpft habe. Der wollte ihn mal anfassen. Der wollte wissen, wie sich der anfühlt, der Ball. Du siehst irgendwie gefährlicher aus als der Rest. Ich will das ja nicht so sagen, aber ihr müsst sterben. Und ich meine das ernst. Sterben. Ihr müsst sterben. Stonehenge? 249 Schaden direkt in den Dreck? Ihr müsst sterben. Ich sag das nicht oft, aber. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass dieses Monster stirbt. Sonst haben wir gleich ein Game Over. Ein Schlag! Ping-Tot! Snack, ihr! Yeah. Hallo! Willkommen zu Ustra ist. Schön, dass ihr dabei seid. Oh oh. Oh oh. Der Dicke macht ernst. Wir müssen ihn loswerden. Wir müssen den Dicken loswerden. Lecker. Oh oh. 318 Schaden! Hilfe! 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 Dankeschön! Ja, den geilen Scheiß habe ich immer dabei. Wenn ich streame, dann hole ich mir das immer. Sonst sündige ich wenig mit Süßigkeiten. Ja, das Kochformat wäre eine geile Sache. Mm. Geht's hier auch irgendwo lang oder hänge ich nur an der Wand fest? Hilfe! Dieses Monster ist gefährlich. Oh. Ach nee, da geht's doch nicht lang. Geht's da lang? Anscheinend nein. Och, du Scheiße. Ja, ich weiß. Die Ossi-Waffel! Ja, die Ossi-Waffeln, die esse ich super gern, du. Ja, aber das sind eigentlich die Holländer-Waffeln sind das auch. Die kommen doch von der anderen Seite. Die sind doch nicht aus dem Osten, sag ich dir. Die sind doch aus dem... Wo kommt denn? Also wenn du nicht aus dem Osten bist... Warte mal, stopp. Da kommst du ja aus dem Westen. So ist es doch. So ist es. So, dieses Viech müssen wir auch loswerden. Das ist aber nicht halb so schlimm wie das andere Viech. Nahkampf. Okay. Wasserhammer. Okay. Circle Kick. Okay. Und einmal bitte... Buschfeu? Mittig am besten? Jo.
Ja, ich habe auch so eine riesen Plastikbox hier. Bam! Komm, direkt den Stein in den Typen. Direkt den Steinmeißel. Wiedersehen. Ach so. Ich mag die voll gerne. Mein Vater hat damit angefangen. Diese ganzen komischen Angewohnheiten, die ich habe, mit diesem ganzen. Mit dem Süßkram von meinem Vater. Das sind genau wie diese Salzheringe. Boah, Leute, Salzheringe. Wenn ich einen Salzhering. Wenn ihr mich irgendwo mal seht und ihr habt einen Salzhering in der Tasche. Ihr habt ihn nur in der Tasche. Wow, ihr müsst aufpassen, dass ich nicht die Hose abkaue oder die Jackentasche oder so. Das ist übel. Also, da würde ich aufpassen. Sonst komme ich euch ganz nah. Sexy Ostra. Am Ende vom Steam muss die leer sein. Nein. Rückgratbrecher Triple Angriff. Hört sich interessant an. Gut, dass wir den gemacht haben. HP, WP. Nice. Holzlevel. Nice. Nice. Also besser keine Salzheringe dabei haben. Übel. Okay. Alles wieder gut. Es war nur eine Ameise. Wir speichern nochmal. Ich habe Angst vor jegwilligen Kämpfen. Und das meine ich ernst. Wie sagt, wer den Key gewonnen hat? Das entscheide ich dann. Und das wird dann auch gesehen. Das wird dann einfach kommen, wer den Key gewinnt. Das kommt dann ganz automatisch. Vollautomatisch, sagt man auch. Mhm. Das machen wir auch ganz in Ruhe. Und das kommt als Überraschung. Damit ihr nicht einfach hier seid, oh, um 22.25 Uhr, da kommt dann der Key, da bin ich dann da, dann hau ich wieder ab. So ist das aber nicht. Eine von Wüste umschlossene, isolierte Stadt. Forgeland. Forgeland? Forgeland, okay. Ich liebe die Musik hier. Ich liebe jedes Lied in diesem fucking Game. Ah, oh, Eargasm, Alter. Nice. Als sie eigentlich schon in Vergessenheit geraten waren, da kehrten sie zurück. Völlig am Ende ihrer Kräfte. Und die nächsten paar Tage stritten sie sich dann ununterbrochen. Naja, eigentlich nur der werte Herr und der älteste der drei Brüder. Die anderen zwei warfen nur ab und an etwas ein und schienen eigentlich nicht so recht zu wissen, worum es eigentlich ging. Danach brachten die drei Brüder... brachen die drei Brüder wieder in die Wüste auf, den werten Herrn ließen sie aber zurück. Ja, natürlich. Natürlich muss ich auch Regeln durchsetzen. Das hat aber weniger was mit Regeln zu tun, sondern das ist ein Überraschungseffekt. Und ich will euch nicht, es soll euch dafür belohnen, hier zu sein. Und wenn ihr nicht gerne hier seid, dann lohnt sich auch nicht, ein Key dafür zu kriegen. Also, ich finde, es beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Wie gesagt, man muss nicht an der Tastatur hängen. Darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Man kann auch Lurker sein. Das ist kein Ding. Hey, so wie ihr ausseht, seid ihr aber kein Händler. Was vor ungefähr 15 Jahren oder so, da kam hier eine Gruppe von 4 Leuten vorbei. Ich kann mich noch gut an sie erinnern. Sie stellten eine Menge Fragen über die Wüste, irgendeinen Megalithen und was weiß ich noch alles. Orte, über die wir nicht viel zu berichten wussten. Naja, jedenfalls kauften sie dann nur schnell ein paar Vorräte und zogen in Richtung Wüste weiter. Ich war zwar klein, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Eine Anima dieses Ausmaßes kann man einfach nicht vergessen. Mhm. Interessante Dinge. Selbst nachdem der werte Herr sich von den dreien getrennt hatte, blieb er noch eine Weile in der Stadt, wohl um auf sie zu warten. Und als er schon aufgeben wollte, da kamen sie tatsächlich zurück. Allerdings... ohne den Jüngsten, dem Zweitältesten, fehlte die linke Hand und der Älteste war völlig verstört. Auf jeden Fall waren beide ziemlich am Ende. Der Zweitälteste hielt einen eiförmigen Gegenstand in seiner Rechten.
Aber da beide so mitgenommen aussahen, haben wohl nicht allzu viele darauf geachtet. Hm? Okay. Jetzt kommt nämlich der interessante Part der Geschichte. Ach, wir müssen hier oben. Ist nicht groß, die Stadt. Hi. Nach diesem Zwischenfall verschwand der Herr. Kaum, dass er seine Sachen gepackt hatte. Der Älteste wurde zur Verantwortung gezogen und eingesperrt. Aber er brach aus. Und seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Ende der Geschichte. Oh, das ist das Ende der Geschichte. Nice. Was bist du? Anfang der Geschichte? Edelmann hat Ei aufgenommen und gesagt, das sei nix für Idioten wie euch. Freunde beschimpfen sich nicht, oder? Sie hatten gestritten? Während des ganzen Chaos bemerkte der Edelmann etwas Eiförmiges in der Hand des jüngeren Bruders. Seine Anima wurde von diesem Quell gefressen, schrie er. Er benutzte ein Metallschild als Schutz und schlug dem Bruder das Ei aus der Hand. Dann sprühte seine Anima förmlich aus dessen Körper und es sah so aus, als würde er auseinandergesprengt werden. Ich wollte damals den verwundeten Bruder verarzten, aber sobald ich in seiner Nähe kam, rastete er völlig aus. Er benutzte nicht mal ein Instrument, trotzdem ließ er einen Spruch nach dem anderen los. Hier, ich habe eine Narbe von damals. Ich bin ja noch mehr oder weniger heil davongekommen, aber unter den Bewohnern sind doch einige umgekommen. Das ist das Gästebuch von damals. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an mich. Ich werde euch so gut ich kann helfen. Henry Knights. Er war ein hochgewachsener Edelmann und die Leute schienen ihn zu mögen. Im Gegensatz zu den anderen, die hier weniger willkommen waren. Ach, ihr seid der Sohn von dem Edelmann von damals, stimmt das? Naja, mir egal. Er hat eine Notiz hinterlassen. Wollt ihr sie sehen? Ja, ich bitte darum. Ruine gefunden. Ohne Zweifel ist es der Megalith. Irgendetwas stimmt drinnen nicht. Haben einen Bleisarg gefunden. Unsere Ausrüstung reicht nicht aus. Wir ziehen uns vorerst zurück. Ein Megalith in der Wüste des Südkontinents. Ein Bleisarg. Es ist zu unnatürlich. Sage Expedition ab. Vater, gut, ich muss zum Megalithen. Da waren noch andere Leute. Ich möchte gerne auch die Leute... Der heißt jetzt Typ. Typ A. Zergen. Der Älteste von den Brüdern hatte immer was an Henry auszusetzen. Er hatte zwar ein großes Mundwerk, aber als der jüngere Bruder Amok lief, hat er sich irgendwo versteckt. Wahrscheinlich war er nur ein Schwächling. Nikolai Zergen. Er war der mittlere Bruder von den dreien. Er war gut gebaut, schien aber ein bisschen langsam zu sein. Die Magie hat er auch nicht so gut beherrscht. Peter Zergen. Er war der jüngste von ihnen, klein, aber unglaublich angeberisch, genau wie der ältere. Er wurde am meisten von den Bewohnern verachtet. Er kam nicht mehr aus der Wüste zurück. Ich frag mich, was wohl mit ihm passiert sein mag. Gästebuch zurückgeben. Sag mir Bescheid, wenn ihr wieder einen Blick darauf werfen möchtet. Das heißt, wir sind hier fertig und wir können jetzt zu den Megalithen gehen. Ich weiß zwar nicht, wie ich von Punkt A direkt zum Megalithen komme, aber das wird Will schon regeln. Und so sieht das Ding aus, dieser Megalith. Moment. Eine kurze Erklärung folgt. Haben Sie einen kurzen Augenblick Geduld? Was ein Megalith ist, ist ganz einfach erklärt. Ihr habt die Quelle gesehen, unzerstörbare Elementwerkzeuge. Und ein Megalith ist dasselbe in Gebäudegröße. Meistens sogar als Gebäude. Das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Und so sieht es innen aus. Und dieser ganze Ort war nur dafür da, diesen Bleisarg zu beinhalten, wo dieses eiförmige Ding drin war. Wie abstoßend. Eigenartig. Gewöhnliche Megalithen sind wesentlich schlichter. Mir wird hier noch ganz schlecht. Lass uns hier schnell verschwinden. Das EGG. Das Egg, ja, war vermutlich in diesem Sarg drin. Ich kann einfach keine Anima spüren. Seid ihr sicher, dass das hier ein Megalith ist? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir den ganzen weiten Weg hierher ganz umsonst gemacht haben. Sieht so aus, als ob nur Alexi heißt der jetzt. Der heißt jetzt Alexi. Das ist sein Name. Punkt. Und so heißt er auch wirklich wahrscheinlich. Unsere Fragen beantworten könnte. Gut, das haben wir getan. Das war pointless. Außer natürlich, dass wir jetzt extrem wissen, was los war. Wie gefällt euch die Geschichte bis jetzt?
Chat, ich muss eine Rückfrage halten, wenn ihr auf das keinen Bock mehr habt, dann sagt einfach Bescheid. Snack Eater. Wir können also weiter mit Wool machen. Oder wir können nach vorgelangen. Warum auch immer wir dahin gehen wollen, da gibt es nicht mal einen Händler. Wir können wieder nach Gürgel gehen. Wir können mit Gustav weitermachen. Von White. Gustav stattet dem Grafen von White auffällig oft einen Besuch ab. Führt er etwas im Schilde? Schön, das freut mich, Björn. Wie gesagt, wir sind super früh am Anfang des Games und wir wissen noch gar nichts. Ja, nein, hat das auch schon gesagt. Es ist im Moment ist noch so, man wird noch nicht so richtig warm damit, ne? Wollen wir mit Alex G weiter, mit Alexi weitermachen? Oder wollen wir erstmal mit Gustav weitermachen? Wie gesagt, Wills Part, also jetzt dieses ist immer 1 und 2 ist immer Gustavs Part. Müssen mal gucken, dass wir nicht eventuell noch irgendwo anders hinreisen können. Manchmal gibt es so Momente, da kann man auch woanders hin. Ich mach mal Folgendes. Ich sag jetzt einfach mal Folgendes. Ohne Gewehr. Ihr habt ja meine Trinkgeldkasse gesehen. Wenn die sich halb füllt. Ne? Oder wenn wir noch gute Laune haben. Was auch immer stimmt. Um 0 Uhr. Nach dem Saga Frontier 2 Stream. Da machen wir Folgendes. Wir gucken mal eine Stunde lang, eventuell eine Stunde lang, in ein anderes Game rein, was ich dann anstatt von Saga Frontier 2 nehmen würde. Und dann können wir uns immer noch entscheiden. Ne? Auf allen Kanälen könnt ihr mir dann eure Idee abgeben. Vielleicht mache ich auch auf der Website eine Umfrage. Ich glaube, das ist einfacher. Das mache ich dann. Und dann könnt ihr euch da alle gerne beteiligen. Ich glaube, das ist eine bessere Idee, wenn wir jetzt nicht so richtig krass damit warm werden. Aber sind hier genug, zwei. Wir sollen also erstmal, wir sollen mit Gustav machen. Na, gucken wir uns Gustav an. Die Übernahme Whites. Na, ich glaube, so machen wir das. Ich glaube, das ist eine gute Idee für alle. So. Also, let's push the dream, let's get the hype real! White, die Hauptstadt des Fürstentums White. Nun, okay, machen wir das so. Warum nicht gleich nennen? Und so gelang mir schließlich meine wundersame Flucht. Überaus unterhaltsam, deine Geschichte. Ich frag mich nur, inwieweit sie mit den Tatsachen übereinstimmt. Zu meinem eigenen Bedauern, bis aufs letzte Wort. Wenn du es sagst, erzähl mir doch bei Gelegenheiten wieder von einem deiner Abenteuer. Mit dem größten Vergnügen. Ich bitte euch, mich jetzt zu entschuldigen. Eure Exzellenz, ich halte es für unklug, wenn ihr ihm zu viel Vertrauen schenkt. Warum denn, Nebelstern? Ich habe doch so wenig Freunde in meinem Alter. Und wart ihr es nicht, der mir den Rat gab, untertan mich zu scharren, den ich vertrauen kann? Obwohl er von König Gustav von Finlay verbannt wurde, er ist immer noch sein Sohn. Ihr solltet ihn nicht unterschätzen. Fürwahr, König Gustav ist ein gerissener Stratege. Aber er ist doch nur sein missratener Sohn, der nicht einmal Sprüche benutzen kann. Als mein Hofner ist er gerade richtig. Arschlöcher. Snacks! Ah. Hi! Oh oh. Ich gehe einkaufen mit meiner Mutti. Okay. Vor vielen Jahren ist der vorherige Landsherr spurlos verschwunden. Es wird gemunkelt, dass er eine Intrige seines Bruders. Was es eine Intrige seines Bruders war und er ihn irgendwo eingesperrt hat. Er wurde nie mehr gesehen. Es waren eben die alten, rauen Zeiten. Vielleicht hatte er sich jetzt tatsächlich. Naja, gut, was auch immer. Was auch immer du gesagt hast, interessiert mich gar nicht. Wie man wohl gemerkt hat am Skippen des Textes. Willkommen! Hi! Wie kann ich euch behilflich sein? Oh.
Was sehen meine müden Augen? Eine Teilrüstung aus Eisen. Fuck yeah! Und Stahlhandschuhe. Was ich vorhabe. Ich habe vor, einen unserer Charaktere magieimmun zu machen. Dann kann er aber auch nur noch Waffen benutzen. Deswegen ist es hier eine gute Sache, eventuell die Stahlhandschuhe und die Teilrüstung zu kaufen. Nicht nur für Gustav. Das kostet natürlich hammerarsch viel Geld, aber das macht nichts. Er hat im Moment immer noch seinen Dolch. Wie stark ist der denn, der Waffenbär? 12. Die Waffe, die da gewesen wäre, wäre besser gewesen. Ich habe auch kein Schild. Die anderen ganzen Quatsch soll er gar nicht benutzen. Er soll einmal bitte die Stahlhandschuhe anziehen. Spruch plus 200 dann. Die Fellschuhe kannst du ziehen. Und den Achso, er kann die Teilrüstung nicht anziehen, weil er die anderen Sachen hier anhat, ne? Weil er die Handschuhe anhat, glaube ich. So, jetzt kann er nämlich die Teilrüstung tragen. 21 Schutz. Holy fake. 21 Schutz. Was ist das andere zusammen? 18, 5 und 6. Ist mehr. Okay. Machen wir erstmal... Nein. Machen wir erstmal das. Kann man sich da nicht heilen lassen? Ja, er kann ja seine Lebensenergie benutzen, um sich zu heilen. Das ist jetzt nicht so, als ob er total machtlos wäre, aber er ist einfach super tanky, genau das ist es. Und das ist eine gute Sache. Als meine Großmutter noch ein Kind war, gab es einen Vorfall, bei dem der Landesherr einfach verschwunden ist. Man hat ihn wild gesucht, aber er konnte nicht gefunden werden. Letztendlich wurde sein jüngerer Bruder offiziell Nachfolger, was auch immer. Alkohol ist die beste Erfindung der Menschheit. Hast du nicht Lust, dir am frühen Nachmittag direkt die Kante zu geben? What the shit? Jugendfreundlich? Meister, das Gemüse ist alle. Ich könnte ein paar Arbeitskräfte mehr gebrauchen. Wie wär's mit dir, was? Keine Zeit? Tja, dann habe ich eben wohl Pech gehabt. Wir gehen mal hoch. Hi, Leslie. Ach, hier sind alle. Hi! Und habt ihr die Information über General Nebelstern? Er ist ein sehr gefürchteter Mann, soll unglaublich diszipliniert sein. Er ist ein absolut ehrenhafter Mann, an dem es nichts auszusetzen gibt. Wenn er so unheimlich streng ist, hat er dann nicht, womöglich Feinde in den eigenen Kreisen? Nein, anscheinend ist er zu sich selbst am strengsten und die Menschen um ihn herum akzeptieren das. So, so, also keine Chance bei dem werten General, was? Dann lasst uns etwas über Muto herausfinden. Ich mache mir Sorgen, Sir Gus. Sei kein Angst, Hase Flynn. Das, was du machst, ist kein einfacher Lausbubenstreich mehr. Natürlich nicht. Es ist mein bitterer Ernst. Ich kann ja nicht ewig Sir Thomas zur Last fallen. Du hast dich verändert, Gustav. Ich weiß nicht genau. Will ich das Land übernehmen? So steht es zumindest im Titel der Episode, die wir gerade spielen aus seinem Leben. Ich spiele, dann spiel weiter. Hallo? Nein? Okay. Oder nicht? Gut, dass sie die Tür auflassen. Probier's hier. Richtig süß. Nicht? Nein, nicht ich. Arme Oma. Ich überlege, ob ich irgendwie eine Pocket Station mir organisieren kann. Ich meine, das ist alles eh emuliert hier, was wir machen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja alles das ganze Original hier. Aber für den Stream ist es so einfach einfacher. Ist die Frage, weil man kann ganz viele Minispiele machen mit dem Pocket Station. So, bitte tretet ein. Bin nur mal kurz vorbeigekommen. Mach weiter so. Jawohl. Was? Wo muss ich genau hin? Ja, ja, voll interessant. Nein, jetzt gerade redet er nicht wieder mit der. Die alte Wachtel will mir das selber erzählen. Hör nicht mehr zu, Gustav. Verschwende nicht deine Zeit. Hier gehen wir auch nicht. Okay. Okay. Nee, ich habe leider keine Zeit. Ich muss Dinge tun. Ich weiß zwar noch nicht genau welche, aber ich werde sie tun. Hi, was geht sonst noch so? Und habt ihr die Informationen über Sir Muto? Oder Muton?
Muton soll ein herzensguter Mann sein. Er lässt Kranken und Armen die Steuer und schenkt sogar Großfamilien mit vielen Kindern Geld. Er nimmt sogar Sondersteuern von reichen Kaufleuten und füllt damit die Schatzkammern des Reiches, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Ein herzensguter und von den Bürgern geachteter Mann. Er ist also so richtig beliebt. Da kann man vielleicht was draus machen. Was meinst du damit? Ich werde eine kleine Unterredung mit dem Marquis von White haben und Muton ein bisschen anschwärzen. Ach, das ist ja richtig gemein, Sir Gus. Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt, Flynn. Und außerdem, wenn der Marquis genug... Wenn der Marquis genug Vertrauen in seine Untertanen setzt, dann wird der Plan eh nicht funktionieren. Die Entscheidung trifft der Marquis höchstpersönlich. So ist das nämlich. Wir setzen ihm Lügen auf dem Tisch, oder vielleicht auch die Wahrheit, wir wissen noch nicht genau was. Sir Gustav, so bitte tretet ein. Ja, okay. Und wir erzählen jetzt ein bisschen Scheiße über ihn oder was? Und dann mal gucken, wie er darauf reagiert. Dann gehen wir mal rein. Ja, hallo? Irgendjemand? Wohnt hier auch jemand oder gibt's hier nur Hallen? Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Verschwinde. Sorry, Nebelstern. Ich wollte nicht deine kostbare Zeit verschwenden. Aber ich dachte, wie nennt sich das? Der Audienzraum ist eventuell unten, weil das Sinn macht. Aber nein, halt nicht. Merkwürdiges. Oh, vielleicht macht es auch keinen Sinn, wenn man von oben dann runter gucken kann auf die Leute. Heute komme ich mit einer Geschichte zu euch, die nur für die Ohren eurer Exzellenz bestimmt ist. Warum denn auf einmal so ernst? Es geht um Sir Muton. Er hat nämlich... Lass sofort Muton holen! Oder herkommen! Volltreffer! Ihr habt nach mir gerufen, Eure Exzellenz. Muton, wie mir eben zu Ohren gekommen ist, hast du Steuerbefreiungen vorgenommen und Sondersteuern erhoben, ohne mich davor zu konsultieren. Ja? Die Entscheidungsgewalt über allgemeinpolitische Fragen liegt zwar bei dir, aber es ist der Usus in White, dass du Angelegenheiten von größerer Wichtigkeit mit mir besprichst, dem Grafen von White. Ja? Und Steuern sind nun mal eine Angelegenheit von größerer Wichtigkeit. Seinen Herrscher zu hintergehen ist unverzeihbar. Ich möchte gewiss nicht respektlos erscheinen, aber ich denke, Sir Muton hat zum Wohle Whites gehandelt. Das weiß ich auch. Aber warum hast du mir gegenüber kein Wort davon erwähnt? Ist das nicht ein Beweis, dass du kein Vertrauen in mich hast? Ich enthebe dich vorerst all deiner Pflichten. Geh heim und denk über deinen Fehler nach. Das ist wie in der Schule. Der arme alte Mann. Oh, da kommt sofort die Pizza. Moment. Snack Eater. Ihr habt doch etwas auf dem Herzen, General. Ich habe von Mutter und Suspendierung gehört, gleich im selben Moment, weil wir aneinander vorbeigegangen sind. Habt ihr ein Problem damit? Nein, ich halte eure Entscheidung für richtig. Jedoch frage ich mich, wer Mutons Posten übernehmen soll. Es gibt keinen Grund, warum ein General sich über solche Dinge den Kopf zerbrechen sollte. Ich nehme das in die Hand. Eure Exzellenz, all eure Vertrauen, allen voran Muton, haben bereits eurem Vater treue Dienste geleistet. Wenn es eure Absicht ist, diese Leute von euch zu weisen und undurchsichtigen Neulingen wie ihm euer Vertrauen zu schenken, dann sehe auch ich mich gezwungen, von meinem Amt zurückzutreten. Oh, the shit is real. All meine Untertanen haben bereits unter meinem Vater gedient. Von denen nimmt mich aufgrund meines jungen Alters ohnehin keiner ernst. Die entscheiden sowieso alle nach ihrem eigenen Willen. Endlich eine gute Gelegenheit. Eine gute Gelegenheit, um ihnen zu zeigen, wer tatsächlich in White das Sagen hat. Ganz wie ihr sagt. Am selben Abend. Fein. Dieser penetrante Nebelstern hat sich endlich verzogen. Dann lass uns mal nach dem Geheimgang suchen. Geheimgang? Mensch, in jeder Residenz eines Landesherren gibt es einen Geheimgang für Fluchtzwecke. Auf geht's. Das habe ich in einem Buch gelesen. Also, go, go. Okay, lass uns mal hier reingehen.
Ist cool ohne ist auch manchmal cool, wenn man keine Musik hat, wa? Ich klicke notorisch auf alles drauf, ich klicke notorisch auf alles drauf, ich klicke einfach mal durch das ganze Raum und Zeitgefüge, aber ich finde nichts. Vielleicht oben. Vielleicht oben. Ich glaube nicht, dass ein Fenster ein Geheimgang ist. Meine ich zumindest. Es ist nur meine Idee. Hallo? Klick, 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 klick. Klicke, klick, 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 klick. Klicke, klick, 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 klick. Ja, ich habe auch irgendwie im Nachhinein nie richtig verstanden, weil ich gerade lese, wie gemein von uns. Nicht nur das ist gemein. Oder weil ich es nochmal lese, besser gesagt. Ich habe nicht ganz genau verstanden, warum er das so auf diese Art und Weise macht. Aber das muss ich auch gar nicht. Du sollst die Entscheidung eines zukünftigen Herrschers nicht hinterfragen. Klick, klick, klicke die Klick. Klicke die Klick, klicke die Klick, klicke die Klick, klicke die Klick. Och, okay, nun. Ah, das hat geklappt. Ups, einfach durch das Bild durch. Nice. Wieder kein Ton. Jetzt aber bestimmt Ton. Irgendwann muss mal Ton sein. Oh, nur das Rauschen vom Wasser ist zu hören. Meine wunderbare Stimme. Und ich komme euch immer näher. Und näher. Und näher. Sexy Ustra. Ist dir auf den Fersen? Halt deine Salzheringe fest. Ist schick hier. Oh, Gegners. Hier sind 80 Kronen. Und hier sind 120 Kronen. Kann der Flynn auch kämpfen? Nein. Was ist denn los? Hat nichts gemacht. Der sieht gefährlich aus. Schneikies. Wie war das jetzt? Doppelhieb war hier. Wer hat dein Gesicht abgeschlossen? Naja, wie auch immer. Spalten, Spalten, Seitenhieb, Spalten. Wie war Kreuzigung nochmal? Au! Eben zu Ende kommen, danke. Man sieht minimal, was die Eisenhandschuhe bewirken. Wir kriegen gar keinen Schaden mehr. Fast keinen Schaden. Wir müssen mal eben nach der Techniken gucken. Nicht nur, dass wir die hier gerne haben wollen. Wir müssen uns einmal auch angucken, wie wir diese machen. Sammeln zweimal Spalten. Okay, ja, tut mir leid. Aber wenn ich hier die leckeren Hollow-Waffeln sehe, da kann ich nicht... Da muss ich dazugreifen, irgendwann mal. Und ich versuche es immer in diesen kreativen Pausen zu machen. Also wie war das jetzt? Sammeln? Spalten? Machen wir nochmal einen Hieb hinterher. Warum nicht? Das war das letzte Stück. Ich bin ein Hamster! Ah. Gnade vor Recht. Na gut. Also verschoben wir ihn lieber. Hinfort mit dir. Ich glaube, ich habe ihn gleich die Kehle durchgeschnitten mit dem Move. Naja, Dinge passieren. Hopp. Hi. Es ist halt spät. Der Ostern hat auch Hunger. So sieht's aus. Hallo, Kleiner, was bist du? Ein Mana-Ghoul. Ich weiß noch, wie du heißt. Sammeln, Spalten, Spalten. Kreuzigung ist viel zu gut. Kreuzigung ist viel zu gut. Boom, 316. Warum nicht? Zum Glück haben wir schon einige Sachen gelernt mit dem Schwert. Null. 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 0,0.
Zero. Auf Wiedersehen. Ja, tut mir leid, mit Gustav wird es im Moment ziemlich einfach. Die können uns einfach gar nichts mehr. Dafür ist der auch da. Dafür ist der Gustav ja auch da. Selbst wenn ich mir die Handschuhe ausziehen würde, wäre der immer noch tough. Nach rechts kurbeln, nach links kurbeln. Völlig Wurst. Ich hoffe, dass das relativ Wurst ist. Müssen wir es wieder kämpfen? Ah. Der arme Managul. Der kann echt gar nichts dafür. Man sieht auch, wie gesagt, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, dreimal spalten. Man sieht auch, wir können einfach in keinster Weise irgendwie, wenn uns der Kampf zu schwierig wird, wir können nichts abhauen, wir können gar nichts machen. Wir müssen kämpfen. Und deswegen muss man sich immer überlegen, oh, ist dieser Gegner, den ich jetzt vor mir sehe, ist der zu stark? Krieg ich den gepackt? Oder packt der mich am Sack und erledigt mich auf ewig? Und deswegen gibt es dieses Zwischenspeichern, was ich zu selten mache eigentlich. Weil es einfach saugefährlich ist. Weil jeder Kampf mega gefährlich ist. Ich bin kein Christ. Dann passt das doch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, möchte die katholische Kirche diesen Satz wieder einführen. Boom. Boom. Apropos Boom. Boop. Einen Moment. Ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist. Wo ist mein? Okay. Da ist mein. Ja, den hat er jetzt vernünftig hier drin, ja. Ich hoffe, das klappt jetzt alles, wie es soll. Okay. Sollte klappen. Hoffe ich zumindest. So. Und das waren die Keys für heute. Danke dafür. Sammeln, 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 treten. Er sammelt sich. Eben meine Liste aktualisieren noch nebenbei. Ja, hast du den vom Robo Oster gekriegt? Ich hoffe ja. Wenn ja, dann ist alles gut. Am besten immer einmal bestätigen. Weil es kann sein, dass das alles nicht so richtig klappt, wie ich das will. Aber es sollte klappen. Clear Drawing. Okay. Hieb, Seitenhieb, Kreuzhieb! Fast so gut wie Kreuzigung. Gustav ist siegreich, Waffenpower von Gustav ist hoch. Nice! So, wollen wir mal hier lang gehen. Ich hoffe, dieser komische Schlüsselmeister ist nicht wieder da. Doch, der ist wieder da. Hallo, entschuldigen Sie! Hallo, Managul, ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab null Bock auf dich. Macht aber nichts, kriegen wir trotzdem tot. Was in den Duellen auch besser ist, ja, wir verbrauchen kaum Kraft für die Kämpfe. Wir verbrauchen kaum Waffenpower.
um die Sachen auszuführen. Es ist auch billiger, wenn wir den Spruch zum Beispiel zaubern würden in diesem Menü, als wenn wir den Spruch einfach auswählen. Dann kostet das meistens immer so das Doppelte an SP und WP. So, wie gesagt, wäre cool, wenn du einmal eben im Chat sagst, dass das geklappt hat mit dem Key. Den müsstest du von Robo Ustra angewispert bekommen haben. Nur mal eben, ja, hat geklappt, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich das auch für die nächsten Male. Das ist halt immer noch zum Teil ein Test. Aber ich will natürlich auch, dass alles klappt. Hallo, ist hier irgendein... Mist, ich krieg's nicht auf. Aber bei so einer morschen Tür... Eintreten! Was ist denn für eine Frage? Durch die Wand! Wie, das meinst du auch, dass es geklappt hat? Nee, es geht nicht um die Taler, es geht darum, hat dich mein Robo Ustra mit dem... Hast du den Key gekriegt von meinem Robo Ustra? Das ist wichtig. Ich muss ja wissen auch, ob der verlost ist, nicht, dass ich den das nächste Mal wieder benutze. Oh. Nette Waffenkammer, hi! Dinge passieren! Hilfe? Hi! Bist du aus Anima oder sowas? Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Die Helligkeit! Hallo. Oh. Wird dies ein Game Over werden? Wir werden es herausfinden. Sehen Sie jetzt! Au! Der kann mir noch wehtun? Was soll denn das? ...243er Doppellieb. Nice. Der haut aber auch gut zu. Darf ich nur mal eben erzählen. Also ich habe immer noch keine Bestätigung, dass das jetzt geklappt hat mit dem Key, von daher. Das wär zumindest am Anfang gut, damit ich das weiß. Hinterher werde ich das, glaube ich, ein bisschen anders lösen. Habe ich mir schon überlegt. Weil das mit dem Wispern hier ein bisschen unvorteilhaft ist, weil ich jetzt mal super doppelt abgelenkt, Gustav. Super verfehlt. Toll gemacht. Ganz toll. Wir machen die ganze Zeit immer die Kreuzigung. Ich glaube, das ist ganz nett. Auch weil das ein Untoter ist und es wird. Oh, ich bin gestunt. Das ist schlecht. Der kann ja richtig was, ey! Meine arme Lebenskraft, die hier gerade über den Tisch geht. Oh, Duellmodus. Schmetterhieb. Okay. Den haben wir neu gelernt. Ja, hat geklappt. Okay, alles klar, super. Danke, sorry. Ja, danke. Dann ist gut. Dann ist alles gut. Was war das jetzt? Sammeln, Spalten. Dann machen wir mal... So. Alles ist immer Spalten. Das ist ein bisschen schwierig. Doppelhieb ist immer Spalten. Schmetterhieb ist immer Spalten. Okay. Blindflugschlag. 111 Schaden. Heilige Mutter. Gut abgewehrt. Nice. Boah, das hätte unser Ende sein können. Wir sind schon auf den Knie. Wow. Was ist hier los? Voll das Duell hier. Kannst du bitte sterben oder sowas? Wäre das möglich? Genau, wir hätten noch einen doppelten Schmetterhieb machen können. Ich Idiot. Nice. Kreuzigung. Weg damit. Und er lebt immer noch. Warum nicht? Warum hat er nicht 10.000 Leben? Nice. Boah, das war knapp. Das hat viel Leben gekostet. Schwertlevel hoch. Nun, wie kommt das? Weil du nichts anderes hast, Gustav. Hi. Hier sind 1000 Kronen drin. Ja, Mann, ja. Finde ich gut. Wir haben ja auch 1000 Kronen
benutzt, ungefähr, um die Sachen zu kaufen. Hat sich doch gelohnt, im Nachhinein. So, da haben wir so ein Schleimviech, okay. Was? Konnte man da was machen? Nö. Das müssen wir nicht unbedingt bekämpfen, also lassen wir das. Blub. Blub. Ich könnte jetzt nicht entscheiden, woanders hinzugehen. Er hat uns auf jeden Fall durch diese Tür hier gedrängt. Okay. Okay. Schön ausgetrickst. Jetzt noch den austricksen. Und ich glaube, wir sehen wieder Licht am Ende des Tunnels. Das ist gut. Nice. Hier kommt man also raus. Flynn berichtet Kelvin, dass man von hier in das Schlossinnere gelangen kann. Oh, wir wollen das jetzt echt infiltrieren? Das ist ja krass. Das ist ja krass. Und die Sonne geht gerade auf. Das ist gut. Das ist gut. Freut mich, wenn das alles klappt. Das heißt, nur mal eben so am Rande der Geschichte. Am nächsten Samstag wird der 30-Euro-Key verlost. Während wir gerade hier den Sonnenaufgang angucken, kann man sich das mal eben ansehen, oder nicht? Mhm. Wann verrate ich aber nicht, logischerweise. So. Gustav, wie ich erwartet hatte, man kann ihm nicht trauen. Er hat Muton in eine Falle gelockt und so versucht, White zu schwächen. Ein zu durchdachter Schachzug für einen Jüngling wie ihn. Oder verfolgt er womöglich noch ein anderes Ziel? Wer weiß das schon? Gerissener Hund! Sie kommt nach Hause oder sie kommt zurück, auf einmal gehört ihm das Schloss. Boom! Er hat seine eigene Flagge mitgebracht auch. Ich weiß zwar nicht, wo er die her hat, aber das ist seine. Besser als der Löwenkopf von unserem guten Viktor. Das auf jeden Fall. So, das war diese Szene. Wir können uns nochmal eben entscheiden, was wir als nächstes machen sollen. Wir können jetzt Alexi nachjagen. Meine Güte. Oder wir können weiter mit dem Gustav machen. Und zwar, oh, Vaters Tod. 5 Jahre nach der Übernahme Wilds und Gustav häuft mehr und mehr Macht an. Und Gustav und die Piraten als kleine Nebengeschichte. Oh, interessant, interessant, interessant. Im Bergwerk? Will nimmt eine Arbeit in der Sweldorf-Mine an. Kann er neue Gesteinsadern finden, oder? Oh. Oh. Wir können auch wieder dahin reisen. Interessante Sachen. Also für eine Sache können wir uns noch entscheiden. Das werden wir in einer halben Stunde wohl schaffen. Und dann zeige ich euch, wie gesagt, wenn die Laune noch hyped ist und alles noch tippitoppi bei euch ist. Und ich mich vielleicht... Wie gesagt, und wir alle Spaß haben, dann können wir noch mal in was anderes reinschauen. Auch für die PS. Auch für die PlayStation. Ja. Wie hat er... Er ist ja nicht alleine. Er hat ja mehrere Leute und der hat das einfach infiltriert. Da war ja... Der hat ja... Aufgrund... Also er hat das folgendermaßen gemacht, wie ich das verstanden habe. Er hat alle Berater weggeschickt von dem Marquis des Landes. Und dann ist er nachts mit all seinen Kollegen, also mit Kelvin und Leslie und Flynn und vielleicht hat er noch andere Leute, ist er dann durch diesen Geheimgang da reingegangen und hat einfach gesagt, ja, das ist jetzt meins. Ja, es ist immer Will zur Auswahl und Gustav. Wir können mit Will ins Bergwerk gehen, das ist eine optionale Sache, mit Belohnungen. Wir können in der Hauptstory weitermachen von Will. Oder wir können hier eine Nebenaufgabe mit Gustav machen. Nebenaufgabe mehr oder weniger. Und, siehst du, hier, um den Helden Gustav ranken sich viele Sagen und Mythen. Dies ist eine davon. Das heißt, wir können so wieder ein bisschen in sein Leben reingucken und in seine Abenteuergeschichten. Oder das ist das, wo es bei ihm weitergeht. Was ihr mögt. Das Bergwerk. Ist auf jeden Fall, Loot ist übergeordnet. Alles, was wir irgendwo kriegen in der Geschichte, können wir einsetzen, wie wir wollen. Das heißt, wir kommen an alles hinterher auch dran. Und Hauptstory.
Also, das Problem ist... was heißt das Problem? Diese Sachen hier, wie das Bergwerk, können wir nur an bestimmten Stellen machen. Und wenn wir das nicht machen, dann ist das weg. Für immer. Dann haben wir diese Story einfach nicht erlebt. Dann haben wir das nicht gesehen in seinem Leben. Und dann ist das einfach fort. Noch andere Meinungen dazu? Das mit dem Bergwerk ist relativ fix. Da müssen wir nicht... Ich weiß gar nicht, ob man einen Quell kriegt. Die Quells sind das Interessante daran, weil die Quells machen uns stark. Die Quells machen uns besser. Stärker. Sie können uns stärker machen. Sie können uns besser machen. Ah. Okay. Das merke ich mir. Das merke ich mir, Chat. Macht euch darum keine Sorgen. Es geht nicht um die, die da sind. Bergwerk. Das Sveldorf-Bergwerk, das ist schon der Name. Hier werden Animasteine abgebaut. Dann ist es also entschiedene Sache, dass wir hier unsere Schürfungen weiter fortsetzen. Genau, außer Will. Ich denke auch, dass wir hier eine der größten Gesteinsadern haben, aber, aus dieser Richtung spüre ich irgendwie eine unheimliche Anima. Ich fühle mich unwohl dabei. Unwohl was? Naja, wir werden es zur Kenntnis nehmen. Wenn ihr meinen Ratschlägen gar keine Beachtung schenkt, dann kann ich auch gleich gehen. Da steht ihr frei. Dies ist ein freies Land. Boah, dem Jukes. Gehe ich einfach? Gut, dann werden wir mal einen Plan erstellen. Dann gehe ich einfach weg. Das war's schon mit dem Bergwerk. Nice. Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen um. Oh, schick, hi. Immer wenn mich etwas niedergeschlagen fühle, dann komme ich hierher. Okay. Ist hier schick? Gucken mal. Boah, was ist das denn für ein Ding, ey? Nice. Ich hätte da auch Angst vor. Wir sind ja noch nicht... Ihr habt ja das von dem EGG gehört, bei der Story von Will's Fuddy und dem Alexi und so. Ich sag nur Folgendes. Zu große Quells fressen deine Anima. Das ist ziemlich scheiße. Und, nun. Ich würd's lassen. Oh. Loot! I want it! Aber ich kriege es nicht. Mal gucken, wie wir das machen. Später vielleicht. Dann gehe ich erstmal raus. Wenn die meinen Rat nicht wollen, dann halt nicht. Ah, William, wie geht es euch denn heute so? Ich wurde abgewiesen. Mit meiner ganzen Expertise. Was gibt's hier noch? Nicht viel. Aber es ist eine schöne Mine, finde ich. Kann ich hier irgendwas looten aus den Dingern? Anscheinend nein. Allzu hoch ist das Vorkommen an Animasteinen hier ja nicht gerade, aber der Artenreichtum ist einzigartig. Okay. Das Tagespensum ist schlaucht ganz schön. Ha? Das Tagespensum schlaucht ganz schön. Na, da hatten die Programmierer keinen Bock, nochmal einen zweiten Satz einzufügen. Na gut, dann halt nicht. Gibt's da noch irgendwas Interessantes oder laufe ich gerade ins Leere? Schönen Tag noch, William. Dankeschön. Ich selber möchte aber lieber Will genannt werden. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. So, das ist, glaube ich, draußen. Nice. Oh, das war's. Tolle Mine. Doch nur meine Einbildung. Ich vertraue deinem Instinkt. Danke, Taylor. Hey! Die Sveldorf-Mine soll voller Monster sein. Will, du scheinst dir doch recht gehabt zu haben. Ja, allerdings kann ich mich diesmal nicht darüber freuen. Lass uns gehen, Narzis. Wir werden die Monster schon austreiben und Belohnung wird es für uns in der Höhle reichlich geben. Cordelia, kommst du auch mit? Oder was? Oder hältst du dich diesmal raus? Heute strotze ich nur so vor Energie, gell? Wirst du mich begleiten, Cordy? Ja, natürlich. Dankeschön. Was passiert, wenn es keine Steine mehr gibt? Na
gut. Theoretisch ist es denen egal, ob es Steine gibt oder nicht. Weil die auch aus Blättern und wenn die übers Gras laufen, können die deren Magie benutzen. Bauhandschuhe, okay. Du brauchst keine Magierube, Cordelia. Mach dir keine Sorgen darum. Du brauchst eine Teilrüstung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die brauchst. Okay, und du brauchst die Windmuschel nicht mehr, weil du hast keine... Du hast keine SP mehr. LOL. Dann halt nicht. Wir gucken nochmal eben, ob wir irgendwas kaufen können, was uns eventuell interessiert. Was darf es denn sein? Nix, du brauchst... Naja, erstmal nix. Oh Gott. Das Fußballspiel ist ja auch wieder ein richtiges... Ist ja wieder ein richtiges Abenteuer, wie ich das hier miterlebe. Danke, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Hammer. Mein Gott. Was ist das? Viertelfinale, habe ich gelesen. Ist doch nix. Zum Bergwerk. Auf geht's. Hi! Ist alles andere in Ordnung? Techniken? Nazis, kannst du noch irgendwas Interessantes lernen? Holzsteinspruch, da bin ich dabei. Wasserhammer vielleicht noch? Medusa-Hagel kannst du noch lernen. Meine ich. Versuche das mal. Hi! Ein paar Minenarbeiter haben es nicht mehr rausgeschafft und sitzen fest. Schaff sie raus! Okay. Ich komme! Und erstmal das... Mit dem Gesicht voran das erste Monster rennen. Nein, wir wollen kein Duell. Okay, wir kriegen auch keins. Nice. Das sah im ersten Moment so aus. Viele Monster. Hi. Einer Fliege das Rückgrat brechen? Yep. Das können wir tun. Außerdem möchte ich gerne Medusa-Hagel machen. Muss ich nochmal meine Sachen verändern? Wir können nicht mal den Stein aus der Umgebung benutzen, weil wir keine Spruchpower mehr haben durch die Teilplatte. Alter. Braucht Cordy aber nicht. 151 Schaden. Heilige Scheiße. Aber sie lebt noch. Böse Augen? Mag ich aber nett. Auf damit. Komm. Du bist tot. Können wir heilen? Ich mag die Mucke extrem gerne. Ich mag die Mucke super gerne. Boom, der nächste Tod. Lebenskraft plus. Dankeschön. Warum wir das machen? Weil es unsere Bestienfähigkeiten erhöht. Und gute Bestienfähigkeiten zu haben, ist eine Sache. Das andere, ich möchte gerne meinen Schalllevel erhöhen. Minus 1 LP und du bist trotzdem noch am Leben? Merkwürdiger Gremlin. 63 Leben halt. Das ist viel. Wow. Zapfenstreich. Finden. Außerdem kannst du mit deinem Muay Thai Level weitermachen. Jetzt, wo ich mich wieder erinnere. Ich meine, du hast eine fette Plattenrüstung an. Auf jeden Fall machst du Muay Thai. Warum nicht? Ich mag waffenlose Kampfkunst ganz gerne. Und tschüss. Aber sich hier durchzurocken. Holzlevel, nice. Sich hier durchzurocken wird noch richtig eklig werden. 7 Chips gefunden. Gut. Lass uns nochmal eben in unsere Kampfstile gehen. Freidenker. Akio. Du musst Spruchherr sein und du bist Freidenker. Was bist du denn eigentlich? Kann ich dich nicht als Beistand? Sturmangriff erhöht Regenerationsfähigkeit aller Gruppenmitglieder. Tyrannen. Verhandeln mit schwachen Gegnern. Komponente Derwisch. Hauptsache schnell. Nee. Mach du mal, Hauptsache schnell. Ja,
Fußball ist Fußball. Blaues Erz gefunden, mitnehmen. Ja, warum nicht? Was ist denn für eine Frage? Nimm an. Ich bin mit den Nerven am Ende. Wo bist du hin? Schon wieder? Brauche ich nicht. Okay, also blaues Erz ist... Da sind wir jetzt abgedeckt, oder was? Cool. Danke, Mann. Du hast mir das Leben gerettet. Aber hier drin sind noch mehr. Bitte rette auch sie. Ja. Grün? Grünes Erz mitnehmen? Ja, warum nicht? Wir nehmen jedes Erz mit. Hi! Ich war schon fast so weit zu springen. Ist immer noch besser als gefressen zu werden. Vielen Dank, dass ich nicht in diese Latrine hüpfen musste. Kein Ding, Alter. Ich will auch gar nicht so viel kämpfen. Ja. Boom! Wir kämpfen mal gegen dieses merkwürdige Etwas. So, was bist du denn? Du, was? Entschuldigung? Das Viech da hinten kann ich noch verstehen, aber was soll der Rest sein? Wie heißt du? Lolli-Schnecke? Okay. Pff, wenn du das sagst. Akupunktur? Finte und Zickel. Speichel. Das hört sich doch interessant an. 6 Schaden. Hört sich nicht interessant an. Okay, nächster Gegner. Ist nix. Langweilig. 0 Schaden. Nun. Pam. Pam. So, und diese Pflanze ist tot. Ja, davon gehe ich aus. Verschwinden. Machen wir das doch mal. Holzlevel? Nice. Steinlevel? Nice. Axtlevel? Auch okay. HP? Super. WP? Noch besser. Und wir hauen ab. Es ist Streamzeit. Snack Eater? Hallo Lolli Schnecke, du kommst gerade richtig. Oh nein! Lolli heißt auch. Was war das? Bin ich Pedobär oder was ist hier los? Oh. Run for your fucking life, Lollies! Juhu! Ich glaube, mit dem Zirkeltritt haben wir noch nicht irgendwie was Neues gelernt. Ich würde gerne was Neues lernen, im Muay Thai-technischen Sinne. Defense down! Oh nein! 42 Schaden? Heilige Scheiße! Geht fort mit dir! Ja, die Politik ist so ein bisschen... Segelkick, Doppelangriff. Na, das war's mit euch. Ist echt ein Witz, oder? Na nun, das ist passiert. Schon wieder brauche ich nicht. Blau ist das, ne? Da ist rot. Rotes Erz mitnehmen. Brauche ich eh nicht. Was war das denn für ein Satz? Brauche ich eh nicht. Ach, was? Ein Mensch? Und ich dachte schon, das Letzte, was ich zu sehen bekommen würde, wären verdammte Mineralien. Anscheinend nicht. Hallo, tanzende Nuss und... Gremlin-Mann? Ich werde das Rückgrat brechen. Ich habe das Gefühl, ein Gremlin sollte ein Rückgrat besitzen, in irgendeiner Form zumindest. Zumindest anatomisch. Alles andere lasse ich jetzt mal dahingestellt. Bäm! Fittenschlag! Auf die Fresse drauf! 139. Ist gut. Au. Wiedersehen, Gremlin! 89 Schaden ist nicht befriedigend. Nicht befriedigend. 240 Schaden dagegen schon. Und auch noch die Versteinerung. Auf Wiedersehen. Cordelia, irgendwas lernen heute?
Wäre ich jetzt voll der Fan von. Ohne, dass du mich falsch verstehen solltest, aber was lernen wäre geil. Irgendwie Bärenhieb oder sowas, irgendwas Nettes. Irgendwas Cooles. Insta One-Finger-Death-Punch, irgendwas. Fünf-Finger-Akupressur-Punkt-Todestechnik, was auch immer. Ich würde es begrüßen. WP von Cordelia steigt. Wenigstens das. 5 Chips gefunden. Das ist gut. Das braucht man irgendwie, um, weiß nicht, um so ganz merkwürdige Werkzeuge zu tauschen. Lass uns mal da lang erst gehen. Wir haben viel Weg, den wir noch abgehen können, wo wir eventuell noch auf Leute treffen können, die wir vielleicht noch retten können. Um das mal super vage auszudrücken. Ah, Gremlins, überall. Ich hoffe, dass diese Runde jetzt relativ fix rumgeht. Ich weiß doch gar nicht, was wir jetzt noch als Loot kriegen sollen, weil es sieht nicht so aus, als ob wir einen Quell kriegen würden. Leider. Ich wäre extrem für einen Quell. Und ich wäre extrem für neue Techniken, Cordelia. Konter. Schön die Faust hingehalten. 79 Schaden, Alter. Fist of Steel. Circle Kick. Irgendwas Neues lernen, Cordelia? In irgendeiner Form? Bitte? Please? Pretty please? Ja, Blattschuss, okay. Finte, ja, okay. Und einfach mal hauen. Einfach mal hauen, Kordel. Komm. Sonst müssen wir. Schade, dass wir nicht in irgendeiner Form doch Duelle machen können. Sonst könnten wir mal ein Muay Thai-Duell machen. Oh. Ein Doppelangriff. Knack, 211. Das müsste reichen. Das reicht. Gehen wir nochmal hier lang zurück. Wenn da nichts ist, dann gehen wir Richtung. Ich weiß nicht, wo wir hingehen sollen. Axel von Taylor ist gestiegen. Nice. Nice. 4 Chips gefunden. Auch nice. Brauchen wir alles. Jedes bisschen Geld. Oh, hi. So ein Mistkerl haut einfach ohne mich ab. Dem brumme ich ein paar extra Nachtschichten auf, wenn ich hier rauskomme. Na, die haben mal lange nichts Neues gelernt. Ja, aber dafür haben die relativ heftige Techniken gelernt mit dem Medusa-Ding-Dingsbums. Wo bin ich hier? Ah, da komme ich her. Okay, alles klar. Jetzt können wir hier lang zurücklaufen. Hup. Oh, da bin ich mega reingelaufen. Schnikes. Naja, nicht so schlimm. Ich hoffe, die stehen jetzt wenigstens gut. Oh. Oh, it's a pleasure to meet you. To meet you mit meinem Medusa-Hagel. Viel Spaß beim Sterben. Wiedersehen, kleine Drecksviecher. Boah. Naja, die lernen halt nicht wirklich viel, das stimmt. Obwohl die das wirklich gebrauchen könnten. Zumindest Cordelia könnte 0 Schaden, das ist nicht viel. Machen wir folgendes. Wir machen jetzt eine Lernrunde für Cordelia. Und für Taylor. Ich meine, ein einzelner Gremlin. Was will der schon machen? Ah! Twister, boom! 108 Schaden. Wenigstens einer hat was gelernt. Was hast du dort gelernt? Ich hab den Twister gelernt mit meiner Axt. Warum nicht? Okay. So, wir haben von jedem Stein eine Farbe, blau, grün, rot. Ich guck nochmal. Gegenstände. Arrangieren. Blaues Erz, grünes Erz, rotes Erz. Nices Erz. Kriegen wir jetzt den Dude? Solange da Wasser fließt, wohl nicht.
Wupp. Wir gehen erstmal hier lang. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche Leute retten können. Da kommen immer mehr Gremlins. Nicht anfassen. Dankeschön. Gucken wir erstmal, ob wir hier noch Leute retten können. Sieht erstmal nicht so aus. Da ist noch einer. Ja, hi. Na, du. Kleiner Arsch. Uff, gerettet. Ist einfach so. Okay, wir müssten alle Menschen gerettet haben. Komm raus. Komm. Ah, das geht auch. Nee, geht nicht. Ja, nein, vielleicht. Okay. Brauche ich nicht, sagt er. Der Will braucht das nicht. Der braucht kein Lot. Ich würde die ganzen Eimer mitnehmen. Ungefragt. Misch mir jeden Eimer, wir sind zu viert. Jeder nimmt 4 Eimer, 2 in der Hand, 2 unter der Arme. Fertig. Genug der Dinge. So, hier müssen wir hin. Da kommen viele Gremlins raus. Ich frage mich, ob die da wohnen. Hi. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt wollen sie mir ein Duell anbieten. Nee. Hi. 4 Stück. Dort ist das Schlupfloch der Feinde. Irgendwie müssen wir sie dorthin zurückdrängen. Kein Ding. Ich hab da so eine Idee, Medusa-Hagel. Trifft alle 4. Verpiss dich. Oh, trifft alle 4. Jawollo. Tolle Nachbarn. Ja, der arme Tisch, ja. Der arme Tisch und tolle Nachbarn. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Nun. Ich hab, also, Gremlins zurückschlagen. Kein Ding. Steinschlag. Oh, Alter. Eiserne Faust. Mit der regiere ich auch gerne. Nicht der arme Tisch. Peng, Zirkelkick. Lern was, Cordelia. Lern was fürs Muay Thai. Ich würde es begrüßen. Lerne etwas. Oder ist jetzt Zirkelkick schon eine finale Sache, die man nicht mehr erweitern kann? Ich meine. Treten, ich denke, treten kann man immer erweitern. Mit beiden Beinen, mit Anlauf zum Beispiel. Ist eine Verbesserung von normalen Treten. Hi. Mach mal 2, ja, mach mal. Ist doch kein Ding. Wo der Medusa-Hagel herkommt, da haben wir doch noch weitere Medusa-Hagel. Dass der Taylor so schnell ist, das wundert mich. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Thanks. War das nicht das Viertelfinale? Ja, den Leon-Kick wäre geil, aber den, wenn ich festgehalten werde und dann schön mit dem Knie in den Fräse. Ja, ich finde auch, das war das Viertelfinale, oder nicht? Es gibt doch bei der EM gar kein Achtelfinale. Uwe-Selas! Uwe-Selas! Stürmen, rennen, um Schlupfloch der Gremlins zu versiegeln, sobald der Weg frei ist. Das wusste ich nicht. Moment! Das lassen wir mal Cordy machen. Stürmen, okay. Ich kann Taylor ein bisschen zuhauen. Bei mir ist auch soweit alles leise. Ping! Ich glaube, jetzt ist gleich der Weg frei. Ist kein Ding. Ist kein Ding, der Weg ist frei, Cordelia. Lauf! Lauf jetzt! Schnell! Wie der Wind! Lauf wie der Wind, Cordelia! Ja, nun. Wir machen mal Akupunktur auf den. Und stürmen das mal mit 2 Leuten. Was war das? Wirbelattacke von dem Gremlin oder was? Das war lame. Auf Taylor zu zerreißen, der kann nichts dafür. Für seine Frisur. Könnte auch ein Helm sein, wo Haare rausgucken.
Meow, bam. Akupunktur. Tschüss. So, jetzt haben wir Feierbahn mit Marzipan. Schlupfloch versiegelt. Das ging einfach. What? Auf einmal der Duellmodus mit Will auch noch. Ich bin kein Freund davon. Ich bin kein Freund davon. Holzbeast, Holzbeast? Kann ich irgendwie dieses Zack, 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 Bang machen oder was? Ich weiß nicht, wie Zack, 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 Bam genau heißt. Ich glaube, wir machen einfach die ganze Zeit. Bestie Holz? Bestie Level 2. Nee, das suche ich nicht. Au. Schöner Schild. Schöner Schild. Wir machen einfach die ganze Zeit mit Holz. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Vielleicht habe ich auch Feuer dabei. Stein habe ich dabei. Das interessiert mich nicht. Nee. Holz, 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 Holz. Wir machen den Holzzauber. Real. Und ein vierer Holzspruch. Sollte reichen, um ein bisschen Damage zu machen. 231 Schaden, das reicht. Das reicht, um Damage zu machen. Zerreiß. So, nochmal viermal Holz. Das sollte hoffentlich genügen. Mit meinem Knorkenstab da, den ich da mit mir rumschleppe. Bin ich ein Hirte oder was? Okay, ich wollte schon sagen, er lebt noch. Well, nice, es ist siegreich. SP und Holzlevel ist gestiegen und ein Steinschild gefunden. Warum ich auch immer das haben möchte. Aber ich hab's. So, das ist schön. Fachmännisch wieder geschlossen, das Ganze. Dann können wir ja jetzt irgendwo hingehen. Ich speicher mal. Können wir jetzt einfach wieder raus, oder was? Ich gehe mal davon aus, dass wir einfach wieder rausrennen können. Ups. Also, lass uns mal eben das machen. Natürlich gucken, dass ich jetzt nicht in die allzu krassen Gegnerhorden reinrenne. Hopp. Oh. Die arme Schnecke. Muss sie jetzt ohne mich auskommen. Traurig. Oh, Gremlin. Wow, noch mehr Gremlin. Okay. Ich dachte, ich kann das vielleicht das Rohr verschließen oder so. Fett in den Gremlin reingelaufen. Schön gemacht. Schön gemacht. Ich dachte, wir können jetzt mal eben ganz locker hier raus, aber ich glaube, wir werden schon wieder so ein bisschen eingekesselt. Ach. Wieso? Von allen Kämpfen, die wir machen können, wieso diesen? Zapfenstreich? Jawohl. Medusa-Hagel? Jawohl. Twister? Jawohl. Und... Weißt du was? Ich habe irgendwie das Gefühl, du willst nichts lernen, Cordelia. Ich weiß, das hört sich jetzt seltsam an, aber ich habe das Gefühl, du willst nichts lernen. Muay Thai technisch. Deswegen, fuck it. Mach mal anderes. Ba-ba-bam. 170 Schaden, naja, immer besser als nichts. Für 5 SP. Das ist nicht viel. Das ist unbefriedigend. Ich zeige euch gleich mal so einen mittelalterlichen, so einen vorsinnflutlichen Dungeon Crawler. Wenn ich hier raus bin, mache ich das. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob wir das hier weitermachen wollen oder ob wir dann das nächste weitermachen wollen. Für das nächste Mal. Weil wenn ihr damit nicht richtig warm werdet, oder vielleicht wenn euch das andere besser gefällt, für alle die das vielleicht doch ganz cool finden. Holzlevel von Lance ist nice. 7 Chips gefunden, auch schön. So. Dieses Spiel. Oh. Komm, komm. Okay. Hallo. Letzten Endes hat es
hatte Will doch recht. Oh nein, was für ein Unglück. Dass ich recht habe, ist ein Unglück? Fuck you. Lass den Kopf nicht allzu sehr hängen. Das wird schon wieder. Mäh. Na gut, das war's zumindest von Saga Frontier 2. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dafür, für alle die jetzt noch im Stream sind, geht es jetzt